Heute erfahren Sie 5 Punkte, auf die man sich als Verkäufer nie einlassen sollte. Heute habe ich mir wieder eingeladen, den Makler meines Vertrauens, denn der berichtet aus der Praxis. Martin Kausch, danke, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich unsagbar darüber. Ja. Okay, unsagbar. Ne? Was ist der schlimmste Punkt? Schlüsselübergabe vor Kaufpreiszahlung. Wieso? Ist doch in Ordnung, wenn der Eigentümer nett ist. Warum ist das denn so schlecht? Das Problem, der Vertrauvertrag ist ein System von Zug-um-Zug-Abwicklung, überwacht von dem Notariat. Und die haben sich schon Gedanken darüber gemacht, wie man es machen sollte. Das Problem ist, wenn ich den Schlüssel übergebe und mein Geld noch nicht habe, habe ich das Risiko, dass zum Beispiel der Käufer schon einzieht, ja, oder noch irgendwelche Mängel entdeckt und dann den Kaufpreis mindert hinterher. Man gibt also das größte Pfand aus der Hand als Eigentümer. Das heißt, wenn der Käufer drin ist, muss ich ihn rausklagen. Ich kann ihn ja nicht wieder raustragen. Der zieht mit Sack und Pack, mit Familie und Kindern ein und zahlt den Kaufpreis nicht. Dann muss ich ihn rausklagen. Das dauert halt dementsprechend lange und mit einem erheblichen Kosten. Und es ist immer Zug um Zug, Schlüssel gegen Geld. Das sagt jeder Notar, wird das bestätigen und das ist ein Grundsatz. Schlüssel gegen Geld. Es ist ja sogar so geregelt, um den Käufer abzusichern, dass man eben ein paar Tage vor Kaufpreiszahlung als Käufer reingeht, sich anschaut, ist alles in Ordnung, kann man sich in aller Ruhe angucken und dann wird erst gezahlt. Genau. So, und Punkt Nummer 2 geht eigentlich auch in die Richtung, und zwar keine Renovierung vor Kaufpreiszahlung. Es geht auch in die Richtung. Angenommen, ich lasse einen jetzt sanieren, der reißt die Wände raus, der reißt den Teppichboden raus, der baut das Bad um und hinterher zahlt er den Kaufpreis nicht. Dann habe ich eine zerstörte Wohnung, kann den zwar verklagen vielleicht, ja, auf Schadensersatz, nur wenn er kein Geld hat, bleibe ich auf meinem Schaden sitzen. Es gibt Sonderregelungen, dass man vereinbart, der Käufer darf renovieren, aber nicht sanieren. Wenn es zum Rücktritt käme, braucht der Verkäufer dem Käufer nicht die investierten Kosten zu ersetzen und er darf sogar die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands verlangen. Und ich kann auch so mal mit der Teilanzahlung, mit der Anzahlung arbeiten. Ich kann sagen, vom Kaufpreis werden zum Beispiel 20% schon gezahlt. Und wenn die 20% vorliegen, dann kann ich auch zum Beispiel schon ein bisschen renovieren. Aber die Notare und Vermakler sehen das nicht gerne, weil da könnte ich immer Konflikte draus ergeben. Durch diese Renovierung, der Käufer sagt, ich habe Geld investiert, das will ich jetzt von dir wieder. Hm. Und der Verkäufer sagt, das gefällt mir gar nicht, das war Schwachsinn, was du investiert hast. Dieses Vermuscheln, das ist eigentlich das Problem. Und ich sage mal, der Vertrag ist nicht umsonst von den Notaren so aufgebaut, dass es Zug um Zug geht. Und man sollte sich da schon dran halten. Wenn Streitereien auftauchen, dann das zu beweisen und dann ist der schon vorher drin, obwohl er nicht drin sein dürfte und dann kommen die gesamten Verwicklungen daraus. Deswegen ganz klar, keine Renovierung, erst wenn der Kaufpreis gezahlt ist. Dann darf man renovieren. Punkt Nummer 3, Schwarzgeldzahlung. Das ist so das Gefährlichste, was es eigentlich gibt. Erstmal denkt man, okay, als Käufer, ich spare ja Grunderwerbsteuer, Nein, Finger weg. Ich kann nur ganz klar sagen, Finger weg. Für diesen minimalen Vorteil, ein Steuerersparnis, den man hat, kann man sich einen riesigen Ärger einhandeln. Es ist so, der Kaufvertrag ist nur wirksam, wenn auch alles, was dort vereinbart ist, tatsächlich der Absicht entspricht. Also wenn man 200.000 Euro Kaufpreis hat und 150.000 nur im Kaufvertrag stehen, dann ist die Absicht nicht im Kaufvertrag erfasst. Der Vertrag ist nicht wirksam in dem Moment. Stellen wir uns vor, der Käufer möchte jetzt doch das Haus nicht mehr. Dann könnte er sagen, der Vertrag ist nicht wirksam. Ich trete zurück oder ich brauche vielleicht gar nicht zurücktreten. Er ist nicht wirksam und dann ist er nichtig, dann ist er hinfällig. Es gibt zwar später eine Heilung mit der Eintragung im Grundbuch, das kann aber erst ein halbes Jahr später sein. Meistens kommt das ja immer erst raus bei Scheidungen, Streitereien und solchen Sachen. Aber auch das Finanzamt im Nacken, muss man ja immer noch sehen. Und dafür lohnt sich, die paar Euro Ersparnis lohnen sich nicht mit Schwarzgeld. So, jetzt sind wir bei den bösen Fällen gewesen. Jetzt kommt Punkt Nummer 4 und zwar in Betreuungsfällen den Verkauf beginnen, bevor man das Gutachten hat. So, wenn der Eigentümer unter Betreuung steht, muss das Betreuungsgericht anstelle des Eigentümers dem Vertrag zustimmen. Das macht es aber nur, wenn ein Gutachten vorliegt. Und dieses Gutachten dauert natürlich eine Zeit, bis es erstellt ist. Der Gutachter muss ins Objekt, der muss das Gutachten schreiben. Und dieser Gutachtenwert,
darf beim Verkauf üblicherweise nicht unterschritten werden. So, wenn Sie jetzt einen Kaufvertrag geschlossen haben mit der Summe X und der Gutachter kommt in seinem Gutachten auf einen höheren Wert, haben Sie ein Problem, weil das Gericht nicht zustimmt. Deswegen sollte man vorher das Gutachten beauftragen und mit diesem Gutachtenwert den Verkauf beginnen. Genau. Denn vorher kann der Kaufvertrag nicht abgewickelt werden ohne die Zustimmung des Gerichts. Und das kann dauern. Ja, also als Makler brauche ich auch dieses Gutachten, den Gutachtenwert, um auf den Markt gehen zu können. So, und Punkt Nummer 5, eigentlich selbst erklärt, ich wollte es aber hier nochmal anführen, Mängel dem Käufer verschweigen. Nein, nein, nein. Wenn ich das verschweige, ist eine ganz einfache Konsequenz. Wenn das rauskommt, und es kommt meistens raus, dann hat der Käufer Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer, wenn ihm nachgewiesen wird, dass der Mangel vorsätzlich verschwiegen wurde. Es ist ja so, als Verkäufer möchte man es leicht haben und die Sache schönreden. Das rächt sich aber später. Deswegen Mängel auf den Tisch legen. Und wenn der Käufer dann nicht kauft, weil ihn das stört, wäre es sowieso nicht der richtige Käufer gewesen. Wenn diese Mängel offengelegt werden, hat der Käufer ja auch die Möglichkeit, sich vorher zu informieren über die Schadensbeseitigung. Zum Beispiel im Architekten, Bauingenieur, Gutachter. Und dann ist eine gewisse Offenheit, dann ist der Vertrag auch besser durchzuführen. Das Ziel ist, der Vertrag soll abgewickelt werden und durchgeführt werden, ohne Störungen auch später. Wenn es für diesen Käufer ein unüberwindbares Hindernis ist, dann macht es keinen Sinn. Das findet der später sowieso raus. Der Schaden ist viel größer, wenn im Nachhinein das vor Gericht geht, als wenn man es klar offengelegt hätte. Das waren unsere 5 Punkte, auf die Sie sich als Verkäufer auf keinen Fall einlassen sollen. Ich hoffe, Sie haben was gelernt. Wenn Ihnen dieser Film gefallen hat, denken Sie dran, Daumen hoch, abonnieren Sie meinen Kanal und liken Sie diesen Film und wir freuen uns aufs nächste Mal. Mit weiteren interessanten Themen.